Wenn der Körper nicht richtig funktioniert, ist das einfach blöd. Und vor allem für eine Frau, was ihre Geschlechtsorgane angeht, so würde ich das sagen wollen. Ich glaube, das trifft es ganz gut und macht die Sache nicht besser. Egal. Schönen guten Tag gewünscht da draußen, meine Lieben. Wir haben es 9 Minuten vor 2 Uhr nachmittags. Es sind alle Kinder zu Hause. Ich habe heute Vormittag so abartig viel gemacht und sie so, ich mache Solarium zu Hause. Das riecht hier wie... Ich weiß, aber ich habe schon extra was drüber gestellt. Wie? Hier ist ja die Flüssigkeit drin, die so stinkt. Ach so, okay. Und wie lange brauchst du jetzt noch ungefähr effektiv? Was denkst du? Stunde. Sag jetzt bitte. Ja, Stunde. Am Arsch eine Stunde. Natürlich, ich bin doch hier noch gar nicht fertig. Und irgendwie deckt die Farbe auch kaum. Beeil dich bitte. Ja, ich war jetzt gerade duschen, weil ich jetzt gleich noch zum Arzt fahre und dann möchte ich gern fresh sein. Was machst du hier? Warum höre ich dich die ganze Zeit rumschreien? Guck mal, was wir gerade von den Grundstücksbesitzern hier bekommen haben. Einen ganzen Eimer voller Gemüse. Richtig gut, das schreit eigentlich nach Kartoffelsuppe, Mara. Was hältst du davon, wenn ich alles kaufe für Kartoffelsuppe? Na, ich würde es aber heute schon machen, dann für morgen oder so. Ja, wir können jetzt einfach uns ein paar Eierpfannkuchen in die Pfanne hauen. So? Zu überbrücken. Was? Ja, ich muss mich bloß mal kurz ein bisschen trocken machen. Du möchtest mit Nutella, ja. Wer möchte das hier hoch? Ja, ich mach das gleich, Hase. Ich muss bloß mich kurz ein bisschen abtrocknen. Mama, die kriegt. Ich auch. Ich krieg. Mama nicht. Geht gleich los hier. Geht gleich los. Wollen wir los, Schnecke? Mach mal das Kacken. Wir haben jetzt gerade ewig lange aufs Essen gewartet. Ich habe ja draußen komplett die Wäsche zusammengelegt. Ich kann euch das mal zeigen. Was ist los, Marus? Udo. Ist hier die Wäsche komplett zusammengelegt? Krieg ich auch noch einen Pussy? Wenn ich gleich wieder zu Hause bin von unserem Termin, dann werde ich das... Wegräumen. Jetzt habe ich es. Boah, ich bin so voll gut. Das ist nochmal so lecker. Mama? Ja? Mein Handy brauche ich. Wenn ich das finde. Könnte das sein? So vorne. Mara spielt jetzt hier unten mit Maris. Aber ich spiele nicht. Mara legt sich hin. Matthias ist oben, da muss jetzt noch mal schnell Druckaufträge weggeben für das Freundebuch für Erwachsene von Anne. Da ist irgendwas schief gelaufen. Lass mal langsam fahren. Autoschlüssel. Und danach gehen wir shoppen, ne? Ein Scheiß, bei Gucki. Bei Gucki? Oder bei Louis Vuitton. Oder nicht? Bei Louis Vuitton. Hast du Mundschutz? Ich glaube schon. Ja. Zwei Bilder. Bei so einem wichtigen Termin. Ja, ich auch. Ja, was? Kann auch gut Witze reißen, ne? Ja. Na ja. Tschüss, bis gleich, mein Hasenpups. Tschüss, Matthias! Tschüss, bis gleich! Bis gleich, Pupsi. Tschüss! Was heißt bis gleich, Mama? Bis in einer Minute. Okay. Okay. Welches Auto nehmen wir denn? Das hübscheste. Welches denn?
Ey, können wir noch so ein zweites für das nächste holen? So ein zweites Netz. Kann man beide Fenster aufmachen. Tschüss! Habt ihr den Smart schon verkauft? Nö. Der Smart ist noch da. Wo ist denn der? Steht draußen. Boah, bin ich voll gefressen. Ey, heiliger Scheiße. Ey, lass mal den Golf angucken. Papa hat doch den Golf kaputt gemacht. Wo denn? Ich traue mich gar nicht zu gucken. Naja. Gut gelaufen. Minimal. Du brauchst nur eine neue Felge. Wir haben schon mal eine einzelne Felge nachgekauft. Für die Karre. Nicht nochmal sagst, ne? Nee. Oh nein! Ich habe keine Fernbedienung. Warum tut man den hier raus? Warum ist das lila? Ich möchte das aber gerne grün. Na, das kann man, sag ich ja. Mann! Wo ist denn was gerissen? Hier, der Hinkel. Naja. Hi. Mal gucken, nehme ich oh, überhaupt ich glaube, auf? Der schmeckt wirklich nice. Oh mein, ja, okay, kann ich aber noch zusammen machen. Ich habe gerade die übelste Idee gehabt. Ich mache einfach in die Flasche meine Bubbles rein. Bibi! Mach mal ein Röllchen für die Zuschauer. Charlie, machst du ein Röllchen fein? Komm, mach. Röllchen. Lass sie doch mal. Los. Charlie, mach mal ein Röllchen fein. Ja. Charlie, ja. Fein, ein Röllchen. Mhm. Fein! Ja, jetzt. Fein, mein Schatz. So toll. Schön, dass sie schläft heute bei dir. Ich wollte gerade sagen, danke, wieder zu mir. Aber sie schläft immer nur. Mach mal lieber noch eine Hand drunter, Hase. Wieso haben wir denn hier heute kein Empfangskomitee, wenn wir nach Hause kommen? Guck mal, sag mal. Das ist ein Spatten. Achso, nee, das ist kein Spatz. Das ist hier das Ding, was bei uns hier brütet. Hast du schon eins gefangen, Charlie? Ein Spatten. Ein Spatten. Pappenpost sein schon. Jeder Atemzug ist wie ein Geschenk. Alles okay bei euch? Das ist ihr Status bei WhatsApp. Für wen? Ihr habt nicht Bescheid gesagt, ich hätte noch was Mama. Ja, ist uns egal. Für wen? Was für wen? Hä, wo ist denn Papa? Für wen ein Geschenk? Das ist kein Geschenk. Was ist das? Und warum hat das Kind eine Strumpfhose an? Mama, das ist kein Pudding mehr. Nee, Hase, du hast heute schon so viele Puddings gegessen. Oh mein Gott, warst du duschen? Ja, bitte mit Mama. Warte mal, Maris, ich muss mal... Ich esse rein. Hello and was? Hello? Guten Tag. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gestern nicht mehr gefilmt, groß. Wir waren ja gestern beim Arzt. Und da wollte ich so ein paar Sachen abklären lassen. Und das Ende vom Lied war, dass ich... Wie erkläre ich denn das? Also... Wenn du wieder am Start bist, lass es lieber alles. Wie erkläre ich das jetzt am schlauesten? Alexa, stopp! Also... Ja... Das ist toll. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das erklären soll. Also passt auf, ich bin ja mit Marlene gestern zum Arzt gefahren. Ich bin auch wieder beim gleichen Arzt wie von vor 9 Jahren, also bevor wir nach Hamburg gezogen sind. Auf jeden Fall plagt mich seit 9 Monaten etwas als Frau, was ich gerne abklären lassen wollte. Und im Norden hatte ich nicht so das Gefühl, dass ich da mit meiner Ärztin drüber sprechen kann. Das habe ich jetzt nachgeholt. Und dabei ist rausgekommen, dass mein Problem eine Ursache hat natürlich, beziehungsweise, dass mein Problem auf diese Ursachen zurückzuführen sind. Ich rede von einem Gynäkologentermin, genau. Was soll ich sagen? Es sind 3 Faktoren,
die eine Rolle spielen für mein Problem. Das eine Problem, das liegt mir komplett allein in der Hand. Und noch zwei andere Probleme, die körperlich sind. Und diese zwei Dinge, die da körperlich sind, sind jetzt nicht so schlimm, aber sie sind da und sie müssen weg. Das eine hoffe ich, dass sich das alleine klärt, das andere weiß ich nicht, wie man das klärt. Da muss ich jetzt gucken, wie man das macht. Fakt ist erstmal, dass ich jetzt die Pille abgesetzt habe, hatte ich ja eh schon mal, habe es mir aber dann nochmal anders überlegt. Jetzt bin ich schon pillenlos seit, ich glaube, ich bin jetzt in der vierten Woche. Und in 4 Wochen, also sprich Ende September, kann ich, soll ich, wenn das eine Problem noch nicht weg ist, was gestern auch nicht so aussieht, als wenn es weg gewesen, also weggehen würde, dann muss ich nochmal hin zu einer Hormonspiegelung, Hormonmessung. Deswegen war ich gestern so ein bisschen in mich gekehrt, deprimiert, weil es einfach nicht so funktioniert, wie ich es gerne wollen würde oder wie ich es gerne möchte. Und wenn der Körper nicht richtig funktioniert, ist das einfach blöd. Und vor allem für eine Frau, was ihre Geschlechtsorgane angeht, so würde ich das sagen wollen. Ich glaube, das trifft es ganz gut und macht die Sache nicht besser. Egal. Deswegen habe ich jetzt gestern Abend nicht mehr gefilmt. Heute jetzt habe ich gerade noch das euch erklärt, warum, wieso, weshalb. Und jetzt brauche ich ganz viele Daumen, dass es gesundheitlich irgendwie wieder besser wird. Bis Ende nächsten Monats, bis dann eine Messung erfolgt, wenn es sich nicht alleine klärt. Gut, ich habe euch alles erzählt. Ich muss jetzt anfangen, hier Haushalt zu machen, Essen machen und so weiter, weil ich mache heute eine Kartoffelsuppe, die muss ja immer ein bisschen länger köcheln. Deswegen, das was hier von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen eine schöne Nacht und passt auf euch auf und hört auf euch und euren Körper. Wichtig. Tschüss.